Ihr habt keine Lust mehr auf toxische Teammates in Valorant, dann könnte demnächst vielleicht schon ein Spielmodus kommen, der euch besonders gut gefallen dürfte. Das und einiges weiteres mehr zum heutigen Video. Bevor wir auf die neuen Spielmodi eingehen, die jetzt in Anführungsstrichen geleakt wurden, muss ich ganz kurz auf Twitter verweisen, wo wir uns einige wichtige und spannende Threads anschauen, die einige Agenten betreffen. Und zwar sprechen wir von Ryan Cusar, der selbst bei Riot Games arbeitet und in der Agentenentwicklung tätig ist. Das heißt, er meldet sich immer mal wieder auf Social Media, vor allem auf Twitter und auf Reddit, um gemeinsam mit uns, mit der Community, Änderungen zu besprechen. Den Link zu seinem Twitter-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung. Worum geht's jetzt? Zum 27. Mai, zwischen dem 27. und dem 31. Mai, hat er auf sehr viele Fragen der Community reagiert und einige davon würde ich ganz gerne mit euch besprechen. Zum Beispiel wird sehr viel über die Neon aktuell gesprochen, dass wohl die Neon Wall wieder Schaden machen soll. Und er sagt selbst auch, dass es eine Sache ist, wo sie sich noch nicht sicher sind, wie sie die Wand verändern werden, aber sie ist aktuell in keinem Zustand, den sie selbst cool finden. Das heißt, wir werden in der Zukunft diesbezüglich nochmal eine Änderung erleben. Mir würde es ausreichen, dem Gegner Schaden zu machen, aber meinen eigenen Teammates und mir selbst halt nicht. Ich glaube, das wäre an sich, glaube ich, ein ganz cooler Trade-off. Mega spannend finde ich jetzt aber die Reaktion auf einen Post von Syns Yokai. Und zwar geht es um die Ulti von Neon, die er ganz gerne verändern wollen würde. Und zwar so eine Art Kettenblitz. Also hier wird nochmal ein Beispiel explizit beschrieben, dass wenn du jemanden triffst, dass ein nahestehender Gegner sozusagen einen Teil des Damages auch bekommt. 10 das erste Target, 7 das zweite, 5 das dritte und 3 vielleicht das letzte Target, was overall, glaube ich, eine ziemlich geile Ability wäre und so ein bisschen in die Richtung der Multikill-Schiene von Raze geht. Das wird hier auch nochmal explizit beschrieben. Die Antwort von Riot Games lautet folgende: Das ist definitiv eine spannende Idee. Wir hatten das schon mal für uns so überlegt, aber das wirkte dann sehr stark nach dieser Multikill-Ability von Raze. Aber es ist nicht vom Tisch, dass wir hier nochmal zurückkommen und uns diesbezüglich Gedanken machen. Leute, ich glaube, das wäre ultra sick, oder? Würdet ihr das feiern? Genauso wird oft bei Neon tatsächlich auf ihre Kuh rumgehackt, dass die gar keinen Impact gewissermaßen hat. Ich weiß nicht, ob Neon jetzt irgendwie auf der Liste ganz weit oben stehen sollte. Ich glaube, Phoenix und Co. sind da erstmal zuerst dran. Aber trotzdem spannend, dass auch hier schon gerade dran gearbeitet wird. Und vor allem, dass sich Riot Games hier regelmäßig Gedanken macht. Kommen wir aber zum Thema, das euch alle besonders doll interessieren wird. Und zwar dieses geleakte Foto. Es gibt zwei sehr wichtige Punkte, über die wir sprechen müssen. Zum einen, ihr seht es direkt. Es soll einen 1 gegen 1er Modus geben. Der wird gerade wohl angeblich auf internen Servern von Riot Games getestet. Und es soll, das wird ja auch nochmal beschrieben, ein Best of 10 oder ein Best of 13 sein. Einer gegen einen. Mit welchen Waffen, mit welchen Reglements, wissen wir nicht. Wir können natürlich nur mutmaßen. Aber ich glaube, das wäre eine grandiose Art und Weise, sich aufzuwerben, was sein Aim betrifft. Die Deathmatch-Respawns sind irgendwie immer noch schlecht. Da sollen ja auch Änderungen noch kommen. Aber einen 1 gegen 1er Modus, da mal schön reindadeln. Und vor allem auch seine Freunde und vielleicht auch seine Feinde herauszufordern und gegen sie zu fighten. Ich glaube, das wäre schon eine ziemlich geile Sache und ich bin absolut davon überzeugt, dass sich das sehr viele Leute wünschen würden. Geht gerne in die Kommentare und lasst mich wissen, ob ihr den 1 gegen 1er Modus spielen wollen würdet. Und dann die zweite Frage, habt ihr Bock, gegen mich mal anzutreten, sobald der Modus live ist? Die zweite Sache, über die ich mit euch sprechen wollte, ist diese Anzeige hier. Das ist natürlich ein Testserver und wir wissen nicht, ob hier irgendwas zum Bug-Reporten genutzt wird. Aber wir haben hier eine weitere Anzeige mit einem weiteren Logo, das jetzt hier nicht so erkenntlich gemacht wurde. Also das sieht halt sehr pixelig aus. Ich kann euch nur Folgendes sagen, es wird wirklich extrem gemutmaßt, dass es eine Art von Turnierpunkte geben soll. Sie haben ja schon angekündigt, dass der Turniermodus quasi um die Ecke ist. Also der soll bald erscheinen in einigen Patches. Ich vermute, das dauert noch so 2-3 Monate. Und dass man dann über diese Turniere Punkte gewinnen kann, mit denen man sich dann Sachen shoppen kann oder diese Punkte dann ausgeben kann. Wie genau das funktioniert, wissen wir natürlich alle nicht. Aber mich würde eure Meinung dazu mal interessieren, weil ich finde das sehr spannend, wenn sie diesen Weg gehen, dann glaube ich, dass sehr, 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 sehr viele Leute sich auch für diesen Turniermodus anmelden. Vor allem, wenn es dafür dann auch noch Belohnungen oder extra Belohnungen gibt. Ich glaube, das wäre ein Move, der viele Leute motivieren würde, sich diesem Turniermodus mal anzunehmen, beziehungsweise sich das mal anzuschauen. Auch an dieser Stelle nochmal, heute am 2.6. ab 18 Uhr startet mein Jet-Turnier, meine kleine Jet-Challenge. Kommt gerne bei mir bei twitch.tv/asmugel vorbei. Ich werde so eine Art von Challenges jetzt des Öfteren an den Start bringen. Das nächste Turnier von der Idee her steht schon fest.
Das heißt, folgt mir gerne auf Social Media, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Es wird auch ein bisschen was zu gewinnen geben. Das macht euch erstmal einen grandiosen Tag. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Haut gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen haben sollte. Unterstützt mich gerne mit dem Sub und dem Aktivieren der Glocke, damit ihr kein Video von mir zur Valorant und anderen Games verpasst. Haut rein, stay tuned. Das war's, Mugel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.